Nach 2009 stieg man gleich hintereinander zweimal auf und hat in der eigenen Stadion sich zu einer regelrechten Macht entwickelt. Und als Belohnung dessen spielt man heute im Landespokal gegen Hansa Rostock. Und das Abspiel, das war gut mitgedacht eigentlich, aber der steht im Abseits. Und so Glück für den Normil SV, es bleibt nur beim 0:1. So, trotz dieses quasi märchenhaften Aufstieges des Normil SV spielt man immer noch 4 Ligen unter dem FC Hansa Rostock. Und jetzt gehen sie aber 3 Mann auf. Kerner, der heute verhandelt im Tor steht, drauf, können den Ball aber nicht gewinnen und Pelzer treibt den Ball schnell voran. Die wollen Neumüdel gleich weiter unter Druck setzen. Jeneke. Und wo Janovic bekommt den Ball nicht. Und jetzt mal der Konter von Neumühle. Aber er verliert den Ball gegen Pelzer und Jeneke. Wieder Jeneke, diesmal klasse gespielt. Auf Enrico Neitzel. Aber die Flanke geht ins Leere. Aber der Hansa lässt keinen Zweifel daran aufkommen, auch wenn die zwingenden Situationen jetzt fehlen, abgesehen von dem Tor und der Abseitschance, keine zwingenden Möglichkeiten gewesen, aber sie lassen keinen Zweifel daran aufkommen, wer hier Herr am Hause ist, wer hier aus der dritten Liga kommt und wer aus der Landesliga. Und jetzt ein Foul von Tobias Jeneke. Spiel ging erst weiter, aber dann geht der Ball ins Aus. Schiedsrichter wollte Vorteil laufen lassen. Der hat dann nicht mehr stattgefunden. Das tat scheinbar sehr weh. Steffen Knipsel. Und jetzt gibt es Freistoß für Neumühle und vielleicht mal eine Möglichkeit für die Schweriner. Die haben sich jetzt bis auf 3 Mann alle in der Rostocker Hälfte versammelt. Der Kopfball kommt nicht an und jetzt natürlich die Möglichkeit des Konters für den FC Hansa Rostock, der das Spiel bisher sehr schnell gemacht hat. Tobias Jeneke, Mohamed Lartey, aber abgebrochen und jetzt wieder etwas ruhigerer Aufbau von Hansa Pelzer mit der im Diagonalpass abgefangen. Jetzt wieder Freistoß von Neumühle und bei Hansa ist jetzt so ein klein bisschen der Zug raus. Sie müssen nicht so viel machen und lassen Neumühle jetzt ein klein bisschen Raum zum Atmen. Viel ist es nicht und da sieht man hier, auch wenn Neumühle da um den Ball fightet, aber er geht wieder verloren. Die technische Sicherheit bei den Rostockern ist gegeben. Dann hat natürlich viel Selbstvertrauen gesammelt und jetzt der klasse Pass auf Vujanovic und Stöwe. Kann sich den Ball wiederholen. Dem Rostocker Angreifer gelingt noch nicht so viel, Leute.
Jetzt ein Doppelpass zwischen Pelzer und Jeneke. Schön abgelegt und Enrico Neitzel und abgefälscht. Es gibt Ecke. Der Ball selber gar nicht so gefährlich, er wäre am Tor vorbeigegangen. Aber Christian Heinrichs fälscht den Ball dann ab und jetzt gibt es erneut Ecke für den FC Hansa Rostock. Und der Ball sicher geklärt von den Neumühlern, aber sie können ihn einfach nur rausschlagen. Vorne ist niemand. Und Pelzer holt sich da den Ball. Und Neumühle kann nur ein Stück rausrücken. Und schon kommt wieder Hansa Rostock. Oh, das ist eine schöne Kombination von Tobias Jeneke initiiert mit mehreren Doppelpässen. Aber der letzte entscheidende Pass kommt nicht an und jetzt die Chance für Neumühle. Aber war mit der Hand mitgenommen und es gibt Freistoß für den FC Hansa Rostock. Das war schön gemacht von Tobias Jeneke, der mehrere Doppelpässe da initiiert und dann den letzten Ball aber nicht mehr bekommt. Und Stöwe den Ball erneut klären kann. Der sicher auf seinem Posten beim Gegentor nicht zu halten, ansonsten ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Pelzer jetzt mit der langen Flanke und Stöwe ist wieder da. Und wie ein echter Kapitän Sebastian Pelzer geht da voraus. Und jetzt eine kleine Einlage von Michael Borm, als das Publikum zu einem Szenenapplaus hinreißt. Und ja, Hansa hat das Tempo ein wenig rausgenommen und Neumühle findet so langsam ins Spiel. Aber jetzt kommt mal die Flanke, aber zu weit. Kommt Neitzel nicht an den Ball. Und Neumühle müssen raustragen, aber keine Anspielstation. Und jetzt der Ball zurück zu Stöbe, wird unter Druck gesetzt von Vujanovic. Und kann den Ball nur rausschlagen und der geht ins Aus und es gibt Einwurf für Hansa Rostock. Jetzt haben wir erstmal halbwegs lautstark den Fanblock von Neumühle. Die Gäste im Moment ruhig. Und so nehmen wir die Kurve hier mit und es ist gute Stimmung hier im weiten Rund. Es gibt ja Freistoß für den Neumühler SV, nachdem der Vorteil nicht zustande kam. Und so ein bisschen, es ist schön zu sehen, dass die Schweriner sich befreien können, ein bisschen besser ins Spiel finden. Immer noch klare Überlegenheit des FC Hansa Rostock, aber die Schweriner werden jetzt nicht mehr so doll hinten reingedrückt. Und man hat die starke Phase des FC Hansa mit nur einem Gegentor doch noch recht gut überstanden. Es steht 1-0 weiter für den FC Hansa Rostock. Und jetzt Neumühle selber mal vorne drin. Schön reingespielt. Oh. Und abgedrängt da von Wiemann. Sebastian Apitz. Der Schiedsrichter hat sofort gesagt, weiterspielen. Das eine oder andere mag es anders gesehen haben.
Das wäre natürlich, hätte natürlich für einiges Aufregung gesorgt hier im Stadion. Elfmeter für Neumühle und die Chance zum Ausgleich hätte das Spiel wieder völlig anders gestaltet. Jetzt aber im Gegenzug der FC Hansa Rostock. Mohamed Latay, der Torschütze, zum 1:0 reingespielt, durchgelassen, Enrico Neitzel. 2:0, das war hervorragend gespielt. So, jetzt wollte der FC Hansa sagen, oh, bevor wir hier so ein Gegentor kriegen, legen wir lieber das zweite nach. Enrico Neitzel. Übrigens, Enrico Neitzel mit Schweriner Wurzeln. Ja, da haben wir nochmal die Verbundenheit natürlich zu dem FC Hansa Rostock, Enrico Neitzel. Der Stadionsprecher sagt es gerade, mit Wurzeln in Schwerin. Oh, mit der Hacke schön weitergeleitet. Vujanovic, Tor. Das war eine ganz feine Kombination des FC Hansa Rostock. Und sie legen jetzt hier nach zum 3:0. Das dritte Tor für den FC Hansa Rostock. Durch die Nummer 10, Radebahn. Ja, gerade wurde FC Hansa Rostock ein bisschen das Tempo rausgenommen, Neumühle etwas besser ins Spiel kam. Und für den FC Hansa Rostock. Drei. Danke. Bitte. Gerade wo Neumühle etwas besser ins Spiel kam, ist Hansa hier jetzt in der Sinne einer Klassenmannschaft, legt hier das zweite und dritte Tor nach. Mit einem Doppelschlag und nimmt damit ein wenig die Spannung aus dem Spiel. Die Pokalspannung, die ja immer da ist, wenn eine unterklassige Mannschaft gegen eine höherklassige spielt. Wo das Spiel auch von der Spannung des Underdogs lebt. Nun aber sieht es mit 3:0 schon recht deutlich aus.